Das erste Projekt hat das Thema der Nachhaltigkeit und mit Code die Umwelt zu verbessern auf die ganz kleine Ebene runtergebrochen. Wie wir das einfach in der Nachbarschaft auch machen können, wie wir gemeinschaftlich unter Nachbarinnen und Nachbarn die Bohrmaschine vielleicht teilen können und wie wir einfach auf ganz kleinen Level dazu beitragen können, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Ich begrüße jetzt das Team Sharing is Caring. Das sind Jens, Jonas, Julia, Laura, Linus, Michi und Vincent. Das ist euer Applaus. Wir schicken uns da durch. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Präsentation über Sharing is Caring, das Projekt, mit dem wir uns über das Wochenende her beschäftigt haben. Allgemein haben wir uns mit dem Problem beschäftigt, dass die Nachbarschaft viel zu anonym und isoliert ist, dass es viel Essensverschwendung gibt, dass die Nachbarn nicht in Kontakt miteinander kommen. Und da haben wir uns einfach was überlegt. Genau, und unsere Lösung dafür ist eine Web-App zum kollaborativen Austausch in der Nachbarschaft, die verschiedene Funktionen beinhaltet, wie zum Beispiel eine Foodbörse, ein Diensteabteil, Pakete und der Verleih. Des Weiteren, ja, also wir haben vor allem auch einen Fokus auf unsere Foodbörse gelegt, die fanden wir sehr wichtig, weil es auch darum ging, dass das Essen nicht verschwendet wird, sondern da können Nutzer übrig gebliebenes Essen online stellen, also inserieren, und man kann dann auch auf einer Karte sehen, welches Essen in der Nähe ist, und dann kann man die auch anfragen, und so kommt es halt dazu, dass dieses Essen nicht verschwendet wird. Ich bin sicher, viele von euch kennen das Problem. Man ist gerade nicht zu Hause und es kommt ein Paket. Dem Problem wollen wir mit unserem Paketdienst entgegenwirken, indem wir einfach sagen, wir können allen Nachbarn schreiben, hey, könntet vielleicht jemand von euch das Paket dann für mich annehmen? Ich bin gerade nicht da. Genau, um das sowas zu erreichen, haben wir dann auch ein paar Web-Technologien eingesetzt, um dieses Frontend mit dieser Web-App zu gestalten und unter anderem auch mit Leaflet, was diese Kartendarstellung ermöglicht, die wir euch gleich noch zeigen werden. Im Hintergrund läuft dann auch noch JavaScript auf der Serverseite und mit OpenStreetMap verkoppelt, was uns den Adressenaustausch mit Koordinaten und so weiter ermöglicht. Diese ganzen Daten, die aufbereitet werden, müssen dann auch irgendwo gespeichert werden, das finden in der PostgreSQL-Datenbank statt. Und mit Docker verknüpfen wir quasi die einzelnen Prozesse miteinander und isolieren die aber auch voneinander, dass wir das überall transportieren können. Ja, genau, mit Docker hatten wir dann schon die ersten Probleme. Bei den einen hat es nicht funktioniert, dann hat es irgendwie wieder gesponnen und am Ende hat es dann noch funktioniert, hat auch einiges erleichtert. Vorne am Frontend, da gab es dann wieder Probleme, die einzelnen Elemente waren dann irgendwie verdreht. Wir haben dann die Flexbox gefunden, die das alles dann uns ein bisschen erleichtert hat, dass es alles einständig zusammensteht. Und was uns am Anfang vor allem aufgefallen ist, es hat viel mehr Kommunikation gebraucht, als am Anfang erwartet. Wir haben am Anfang uns erst überlegen müssen, wie teilen wir uns das richtig auf, weil natürlich irgendwie auch das Niveau immer wieder anders war. Es sind aber dann mit unserer To-Do-Liste auch dann einigermaßen gut weit gekommen. Also, wir stellen euch jetzt mal noch die Webseite vor. Und zwar, wenn man runterscrollt, werden eben einige allgemeine Informationen gegeben, wie oder was ist Sharing is Caring überhaupt. Und wenn man ganz unten angekommen ist, sieht man ein Registrierfenster. Wenn man sich dort einfach registriert, bekommt man noch eine Bestätigungsmail und kann sich dann anschließend einloggen. Man kommt dann hier auf unsere Seite, auf der man auswählen kann, ob man Essen übrig hat zum Beispiel, ob man Pakete hat, die man eben nicht annehmen kann, weil man nicht zu Hause ist, oder zum Beispiel auch andere Dienste. Klickt man jetzt zum Beispiel auf unsere Foodbörse, sieht man hier eine Liste mit allgemeinen Inseraten, zum Beispiel Spaghetti Carbonara vegan. Man kann sich dort dann entscheiden, ob man das gerne haben möchte oder eben nicht. Und oben kann man dann auch einen neuen Eintrag machen mit unserem Formular. Und geht man jetzt wieder zurück, dann sieht man hier oben rechts noch seinen Account. Zum Beispiel hier jetzt der Account von unserem Alpaka. Geht man nochmal zurück, also wieder auf die Seite mit den Icons, kann man unter dem Community Finden Button seinen Standort ansehen und auch, was für Essen man in der Nähe erwerben kann. Ja, wie jetzt hier zu sehen ist.
Also das war unsere Webseite. Und unser ganzes Projekt findet ihr auch auf GitLab. Und wer Lust hat, kann gerne auch mit uns oder kann weiterarbeiten. Und ja, vielen Dank. Das also war Sharing is Caring. Und die Gruppe hat gezeigt, wie einfach es sein kann, zu teilen.